Liebe Freunde des gepflegten Religionskrieges, liebe Taliban-Innen und Hamas-Kommandeurinnen, wir sind heute zu dritt hier in der Besenküche und da freue ich mich total. Unser Ehrengast, Alla, freue mich total, dass du da bist. Liebes Zeichen Satirikerin und mein lieber Bruder Hendrik. Und wir sind heute dabei, ein klassisches Rezept deiner Großmutter herzustellen. Also die Großmutter musste nicht dafür herhalten. Ja, die Großmutter ist zum Glück schon längst tot und kriegt das nicht mit. Ja, da sind wir gespannt drauf. Was kochen wir denn heute? Ja, das ist doch genau die Frage. Ja. Es sind nicht die Frikadellen meiner Oma. Es sind nicht, das wollten wir aber nicht verraten. Jetzt ist es zu spät. Okay. Also, wie haben wir das nochmal genannt? Dschihadistinnen-Hacktaschen. Aber auch ohne, dass wir Dschihadistinnen verwendet haben. Ja. Genau, das streichen wir jetzt. Das Wort wurde nicht ausgesprochen. Abonnier meinen Kanal! Alla, du hast eine schöne Geschichte zu erzählen. Und zwar, und deshalb stehen wir auch hier zu dritt heute, du bist nach Deutschland gekommen vor 2005 und warst auf der Suche nach einer Fibel, um besser Deutsch oder überhaupt Deutsch zu lernen. Ich wollte überhaupt anfangen, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu lesen. Das war mein größter Traum, irgendein Buch auf Deutsch zu lesen von einem deutschen Autor. Und so, wie das Schicksal das wollte, war das richtige Leben von Hendrik Melle, das ich auf einem Trödelmarkt gefunden habe für 70 Cent. Oder nee, 1,70 Euro hat es gekostet, das habe ich mitgenommen und angefangen zu lesen. Mit einem Wörterbuch dabei, fast jedes zweite Wort musste ich übersetzen, aber das war mein erstes deutsches Buch auf Deutsch von einem deutschen Autor. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Cool. Nach wie vor. Es ist ja Richtiges Leben ein recht deftiges Buch. Wie ist denn das für dich, wenn jemand mit deinem Buch Deutsch gelernt hat? Also ich finde, er kriegt ja eine sehr lebendige deutsche Sprache mit. Ja. Und die man aber auch grammatikalisch relativ einfach sprechen und lernen kann und straight nach vorn. Und als ich das gehört habe, es hat mich natürlich gerührt, weil ich meine, von Richtiges Leben gab es nicht so viele Leser. Und insofern freue ich mich, also den zweiten kennenzulernen. Ja, ich habe tatsächlich versucht, dieses Buch noch irgendwo mal neu zu kaufen, aber das gibt es nirgendwo außer auch mal gebraucht. Ja. Bei eBay und so weiter. Ja, ich habe die letzten antiquarischen aufgekauft. Hast du das getan? Ich dachte einfach, ein brachiales Verknappungsmarketing. Verdammt! Wie war das für dich, als du hierher gekommen bist und du hattest Richtiges Leben in der Hand, um Deutsch zu lernen? Das ist ja auch eine ganz bestimmte deutsche Perspektive, Richtiges Leben. Wie war denn das für dich? Wie hatten das den Blick auf Deutschland und die Deutschen für dich so geprägt, verändert? Hat das das überhaupt oder war es einfach nur ganz klar, dass es Fiction ist? Ich habe Deutschland, ja, das war natürlich klar, dass das Fiction ist, aber mich hat diese Liberalität einfach nur im Buch gepackt. Und das war so mit mein erster Eindruck, der sich dann später leider nicht so ganz bestätigt hatte. Okay. Ja. Alles klar, aber das hängt die Fahne dann auch hoch, zu sagen, so muss Deutschland sein. Ja, das Lustige daran ist, also Richtiges Leben habe ich ja geschrieben, da war ich auch noch gar nicht so lange vom Osten in den Westen gewechselt. Und das war ja auf eine Art auch meine Initiation in den Westen. Mhm. Also sozusagen alles das, was vorher so stattgefunden hat, einfach mal zur Seite zu schieben und das Bedeutungsschwangere. Und noch im Osten, da habe ich so Lyrik geschrieben, die hatte so wenigstens 35 Bedeutungsebenen und Verschachtelungen und sowas. Und dachte irgendwie, das funktioniert nicht mehr. So. Ja. Und wollte dann einfach ein Buch schreiben, was auch mein Gefühl, was ich hatte, was ich West-Berlin damals gegenüber hatte, was ja so eine Mischung war aus Enttäuschung. So, ne, hatten sie so hochgehängt. Es wurde uns vom Westen mehr versprochen. Es wurde uns, also der Osten hat uns vom Westen mehr versprochen, als er dann gehalten hat. Man hat dann wieder gesehen, man muss das alles alleine machen. Ja. Weißt du, so. Aber das war, das ist natürlich interessant, weil das ist ja auch so eine Anfängerperspektive gewesen auf eine Art. Und der Held ist ja auch so ein Anfänger, der gerade so in die Medienlandschaft reinschnuppert und mit einer großen Nase. Ja, schön, dass das für dich quasi noch einmal so übertragen hat. Finde ich ganz hinreißend. Serviervorschlag als Symbolbild der allgemeinen Verdummung. Und dabei geht es mir nicht darum, dass man Erdbeermarmelade nicht zurück in Erdbeeren verwandeln kann, wie der Serviervorschlag es suggeriert. Naja, außer man heißt gerne mit Nachnamen oder beherrscht Alchemie. Nein, mir geht es vielmehr darum, dass die Unternehmen sich der Beschränktheit ihrer Kunden durchaus bewusst sind und diese
zu fördern vermögen. Anna, du bist zumindest was deine Social Media Aktivitäten angeht, nennst du dich Satirikerin? Richtig. Wie ist denn der Weg gewesen von richtiges Leben zur Satirikerin? Naja, ich musste feststellen, dass ich nicht singen kann. Und ja, Satire war dann halt das Einzige, was mir geblieben ist. Ja. Also ich glaube, wir stehen hier zu dritt. Wären alle gerne Rock'n'Roll-Stars geworden und konnten das nicht singen. Das hat an der Stimme geschadet. Ja. Ja, das Gute war, ich war mir meiner Unzulänglichkeiten durchaus bewusst und ja, bin nicht zu der SDS gegangen. Ja, das ist schon mal das Gute. Aha. Weil du dachtest, dass du sowieso abgewatscht wirst. Wegen der Stimme. Genau. Okay. Ja, nein, ganz im Ernst, also das mit Satire, es ist einfach nur etwas, was aus mir heraussprudelt jeden Tag, wenn ich bestimmte Vorgehensweisen sehe, wenn ich bestimmte soziale und politische Gegebenheiten beobachte. Das ist das, was mit mir passiert und das muss dann raus. Na, ist ja auch irgendwie ein guter Weg, das, was gerade so auf unserer Welt passiert, auch zu verarbeiten. Also, richtig, mit Humor. Mit Humor, weil nicht umsonst heißt unser Video heute Tschihak-Hack-Taschen. Tschihak-Hack-Taschen kann man Brustpropaganda. Genau. Jetzt haben wir es. Weil das, was heutzutage auf der Welt passiert, kann man anders nicht verkraften. Ja, andererseits muss man anerkennen, dass das Drehbuch eindeutig von Monty Python geschrieben wurde, was gerade gespielt wird. Genau. Das stimmt. Die usbekische Küche besteht zu größten Teil aus Teig und Fleisch. Teig und Fleisch. Mit unterschiedlichen Gewürzen. Und also, Schmand, hast du gesagt. Und Schmand, genau. Also Teigtaschen in allen Variationen. Das ist das, was wir halt tagtäglich zu uns nehmen. Ist das noch was du zu Hause öfter machst? Oder haben wir dich jetzt mit diesem Pflichtprogramm überrumpelt? Wie soll ich diese Frage jetzt möglichst korrekt beantworten? Also meinst du politisch, also korrekt oder politisch korrekt? Das sind ja zwei unterschiedliche beides, Sachen. Beides davon. Also das habe ich noch nie zubereitet. Okay. Aber wir machen das jetzt und das ist jetzt ab heute mein traditionelles usbekisches Gericht. Genau. Wir haben ja heute ein traditionelles usbekisches Gericht erfunden. Genau, so ist es. Genau, mir fehlt ja noch rote Beete da dran. Ja. Rote Beete ist eher so russisch. Und braucht das nicht auch ein Ei? So als Bindemittel? Das muss nicht, nein. Das muss nicht. Das muss nicht. Das kommt auch so. Ja, wir haben uns ja eh dafür entschieden, dass wir das als loses Hack brauchen. Genau. Ach stimmt, das kommt ja in die Tasche gefüllt. Und dann wir versuchen es immer wieder so eine Frikadelle zu formen, aber was mich auch beunruhigt ist, dass das eine so hell aussieht und das andere so dunkel. Das eine ist mit Lamm. Ob wir da nicht uns doch, dass wir nicht wirklich halal sind und damit völlig am Thema vorbeigehen heute. Nicht Scharia-konform? Ja. Das wäre schade. Aber Scharia-konform sind wir ja schon alleine durch deine Anweisungen. Tut mir leid. Da müssen wir durch. Anna, was sind denn deine satirischen Lieblingsthemen zurzeit? Meistens ist das halt das Weibliche und das Männliche und auch die politischen Vorgänge im Land. Also was kitzelt mich so am meisten? Also du hast ja ein Programm, das heißt Diktaturentochter oder meinst du? Der Senf. Ach so, der Senf zum Sonntag. Genau. Ja. Und da hast du ja jedes Mal ein eigenes Thema, ein spezielles Thema. Richtig. Und was ist denn das? Ich meine, na klar, man macht nicht jeden Sonntag das Gleiche, aber was ist denn das, wo du eigentlich denkst, da könnte ich jedes Mal drüber reden? Ja, im Moment ist das die ganze Gender-Hysterie, würde ich sagen. Darüber könnte ich mich auslassen ohne Ende. Im positiven wie im negativen Sinne. Und auch das, was man in meiner potenziellen Heimat Russland als Tolerastie beschreibt. Okay, das sagt mir gar nichts. Tolerastie, das ist halt Toleranz nur übertrieben. Alles klar. Ja, wenn Toleranz um der Toleranz willen. Ah, das ist das, was in Deutschland der Wokismus ist. Richtig, richtig. Ja. Das ist bei uns Tolerastie. Okay. Richtig. Was stört dich am Gendern? Oder was lockt dich denn da als Satirikerin? Genau, weil du sagst, im Positiven wie im Negativen. Ich frage mich jetzt, was sind das Positive? Das Positive ist, dass ich einen Transgender-Sohn habe und er sich natürlich dadurch etwas sicherer fühlt, etwas angenommener fühlt, dadurch, dass diese Möglichkeiten momentan bestehen. Okay. Und ja, aber gleichzeitig ist es auch so, dass die gendergerechte Sprache für mich als Schriftstellerin mehr oder weniger unzumutbar ist. Mhm. Und da stecke ich in einem ganz schönen Zwiespalt. Okay. Ja. Und hast du das Gefühl, dass das wirklich was ändert? Dass das wirklich Vorurteile wegnimmt? Dass das wirklich die Sprache verändert? Also weil mein Gefühl ist ja, dass es eigentlich nur eine zusätzliche Membran im Gehirn einzieht. Und meines Erachtens auch damit eigentlich zwischen den Leuten. Weil man die ganze Zeit gucken muss,
also das geht jetzt auch in den Bereich politische Correctness, was denke ich und kann ich das, was ich eigentlich denke, sagen? Dass man dadurch, dass man im Prinzip eigentlich lieber vorsichtig ist, mit Menschen zu sprechen, anfängt eigentlich lieber gar nicht mit Menschen zu sprechen. So ist es ja. Und es einfach wirklich, und damit es eigentlich mehr zu einer Kontaktvermeidung kommt. Wir sowieso in so einer Kontaktvermeidungswelt leben, durch Corona, durch Masken, durch Desinfektion und so weiter und so fort. Und meines Erachtens, dass noch so eine Ebene mehr ist, in der wir einfach sagen, so okay, bevor ich den jetzt falsch anquatsche, quatsche ich ihn einfach nicht an. Richtig. Also wenn so, ich da so geht es mir auch. Als Küchenboy mich mal ein... Der Boy, der jeder einstimmt. Also ich finde das ja generell eigentlich ein gutes und interessantes Thema. Also nee, das interessante Thema ist, ist eine gendersensible Sprache zu sprechen. Ich finde es nur absurd, wenn Sensibilität per Verordnung beziehungsweise per, ich sag mal, mit einem auf dem brachialen Weg durch. Also Sensibilität zu verordnen, ist was, was einfach in sich nicht funktionieren kann. Ja. Und ich finde, wenn wir alle darauf achten und sagen, wir müssen gucken, dass wir das, was um uns und mit uns ist, auch sich abgebildet fühlt, finde ich das super. Ja. Wenn es in eine mechanische Form gepresst wird, ist es das Gegenteil von Sensibilität. Und wird eigentlich, und das ist das, was es eben auch provoziert. Es provoziert eine Reaktanz, die eigentlich dazu führt, wie anderes Beispiel, anderes Gebiet, aber es wurden seitdem die Elektromobilität ein großes Thema ist, noch nie so viel hochvolumige Autos verkauft wie momentan. Prinzip, ja. Weil alle Leute denken, ey, bevor das aufhört, nochmal ein Achtzylinder. Und dasselbe finden eigentlich im Sprechen statt. Also statt wirklich die Dinge als eine Möglichkeit anzubieten und den Leuten die Chance geben, eine Möglichkeit zu nutzen, wird es aufoktroyiert. Und dann wird es irgendwie... Ist das Gleiche mit veganer Ernährung. Trotz, dass es vegane Produkte in allen Regalen gibt, ist der Einkauf oder der Verzehr von Fleisch in den letzten Jahren eklatant angestiegen, weil die Leute alle Angst haben, dass in den Kantinen in Zukunft statt Currywurst Tofu gereicht wird und deshalb wirklich mehr davon einkaufen. Und am Ende... Das ist ja bei großvolumigen Autos oder beim Einkauf im Supermarkt noch das eine, aber wenn es im Prinzip wirklich Gruppen trifft, die eigentlich geschützt werden sollten, dass die damit im Prinzip eigentlich eine Ablehnung und teilweise auch einer Gewalt ausgesetzt werden. Wir hatten ja, was war das, die EM dieses Jahr? Ja. Es gab noch nie so rassistische Ausschreitungen, also verbal, aber wirklich auch bedrohlich, wie zu der EM dieses Jahr, als zwei oder drei schwarze Fußballer die den Elfmeter verschossen haben. Und das kurz danach, nachdem überall in den ganzen, ganzen Stadien Regenbogen fahren. Black Lives Matter und Regenbogen und so weiter. Ja, das war wirklich eklatant. Ich finde, das Ziel wäre es für unsere Gesellschaft, in einer Welt zu leben, in der es okay ist zu gendern, aber auch genauso okay ist, nicht zu gendern. Und niemand ist dadurch beleidigt, weil jeder sich angenommen fühlt, dadurch, dass das Soziale im Land einfach funktioniert und nicht die Sprache. Mhm. Die Sprache ist nur, also momentan, das, was man momentan mit der Sprache veranstaltet, ist eine Vergewaltigung für mich. Ja. Ja. Und was wir in der lustigen Anmoderation mit den Dschihadistinnen und Hamas-Kommandeurinnen genannt haben, das war ja kein Scherz. Nee. Das fand ja wirklich so statt. Da ist es im Prinzip eigentlich tragisch, dass die Macher dieser Sprache, dieser satirischen, wie heißen sie, in dieser Monty Pythonschen Übertreibung, es nicht merken, auf was für ein Trip sie sind und dass sie damit eigentlich nur sich selber und der ganzen wirklichen Empathie und kümmernden, kehrenden Sprache stehen. Ja. Man behandelt diejenigen mit Toleranz, die erstens keine Toleranz leben und zweitens keinerlei Toleranz verdienen. Das sind aber jetzt wieder die anderen. Das sind jetzt die Taliban. Das sind die Taliban, richtig. Genau, ja. Das ist die Einladung, ja. Und gleichzeitig wird halt mit so einer starken Intoleranz gegen die gefahren, die auf diese Form von Toleranz keine Lust haben. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt damit? Und am Ende können wir nur drauf deuten, auf satirische Art oder indem wir heute Dschihad-Buletten herstellen und sagen, Leute, das geht einen Schritt zu weit. Und wie ich das schon auch in einem meiner Videos gesagt habe und Henrik hat es, glaube ich, auch schon geschrieben, meine Herren und Herrinnen, das ist der Weg. Ja. Das brauchen wir. Ja, meine lieben Herren Gesangsvereine. Los, komm, wir machen jetzt Buletten. Okay. Alla, du hast mein letztes Manuskript lektoriert. Ja. Und es ist bis jetzt grandios gescheitert. Wie gehst du mit meinem Scheitern um?
Ich finde es traurig, weil ich überzeugt bin, dass dein Buch es verdient, veröffentlicht zu werden und von ganz, ganz vielen Menschen gelesen zu werden. Danke. Ja. Ich denke, wir brauchen mehr Mut in der deutschen Literatur. Das ist das, was ich seit Jahren predige, aber niemand hört hier auf mich. Ja, daran arbeiten wir ja gerade, dass mehr Leute, auf dich hören. Ja, genau. Ich finde ja generell, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, ich finde ja, man soll viel mehr Mut haben, erfolgreich zu scheinen. Richtig. Wenn Dinge nicht klappen, hat man so viel gelernt. Es ist super, wenn Dinge klappen. Also da bin ich auch ein großer Freund. Den Dinge klappen. Alles super, es dürfen Dinge klappen. Aber wenn sie nicht klappen, ist das eigentlich genauso gut. Und ich finde so, es fehlt völlig die Zuwendung ans Fragment. Ja, also wir sind ja so, haben ja nur so Literatur und generell Betrieb, wo nur noch so rundgelutschte, 100% auf Verkauf getrimmte Dinge funktionieren. Richtig. Und ich finde, das ist einer der Gründe, warum immer weniger Leute lesen. Krimis, Krimis und nochmal Krimis. Das ist das Gebot der Stunde. Ja? Das habe ich nicht verstanden. Warum lesen weniger Leute? Na, weil die Dinge quasi so rundgelutscht sind und so fertig gemacht sind, dass du... Das ist wie Fernsehen. Ja. Und dann gibt es halt irgendeinen Punkt, wo du sagst, ach nee, weißt du, es kickt mich nicht mehr. Ich meine, ich höre ja... Wie viele Leute hören noch Hitparade und wie viele Leute... Also, wenn du die Musik anguckst, so die Verkaufschart, die sind so ausgedünnt worden. Es ist so wenig, was da eigentlich noch passiert. Und es hat sich so in die Breite und in Nischen und Leute hören seltsamste Musik und machen seltsamste Musik. Und das gibt es bei der Literatur nicht, finde ich. Nicht in Deutschland jedenfalls. Nicht in Deutschland. Nein. Also ich denke, viele Bücher, die bei uns nicht veröffentlicht würden, wenn die als Übersetzungen aus dem Englischen oder Französischen kämen... Dann wäre das weird und dann würden es alle geil finden. Ja, genau. Also ich habe mich schon so sehr gewundert, dass so ein Buch wie... Identity. Ja. Dass das funktioniert hat. Aber es ist ja auch nicht so ein Burner geworden, ne? Sondern es gab so... Dabei macht es richtig Spaß. Und es ist an den richtigen Stellen sehr ernsthaft und an den richtigen Stellen auch wirklich, hat das unheimliche Chuzpe. Das, was sie beschreibt oder da, wo sie ist, nur so kann man im Prinzip so locker, wie sie es macht, drüber schreiben. Einerseits ist das Buch komplett durchgegendert und andererseits wirkt es überhaupt nicht verkrampft. Mhm. Ich habe eine Frage, die sich da bei mir immer stellt, ist, brauchen wir Salz da dran? Ja. Also sagst du. Oh, aber nicht so viel, weil wir noch aber Käse haben. Frag doch das Hackfleisch, Bruder Hendrik. Hackfleisch, wie möchtest du behandelt werden? Es möchte Salz. Ja, unbedingt. Also kräftig Salz mit. Da, aber wir haben noch Brot da oben. Hallo, das ist genau. Nicht zu viel. Haben wir schwarzen Pfeffer irgendwo? Ja. Nein, mit bunten Pfeffer. Geht auch. Inklusiven Pfeffer. Mm. Ja, genau. Also sind alle dabei. Aber alle hat drauf bestanden vorhin schon. Also deshalb, wir wollen ja... Gemüse. Der einzigen echten Usbekin bei uns in der Küche nicht reinreden, wenn es darum geht, usbekisches Hack zu machen. Das ist aber im Prinzip auch eine schöne Beschreibung der gegenwärtigen Situation. Alle Leute wissen im Prinzip immer, wie die echten Usbeken es wirklich, also genau, mit metaphorisch welche Form von Schmerz die ausgeguckte Minderheit jetzt gerade fühlen muss. Ja, und die Frage ist, wer nimmt es? Ja, und viele nehmen es gern. Naja, aber ich meine so, Opfer sein ist auch super. Ja, es macht einen zu etwas Besonderem. Also ich glaube auch wirklich, dass das Teil unserer geistigen Memes ist. Also noch vor 20 Jahren hätte man gedacht, so da wurde im Prinzip die ganze experimentelle Psychologie und ich finde mich neu oder ich gucke, wer ich wirklich bin, hätte noch gedacht, ein Opferstatus ist ein Scheißstatus. Ja. Und keiner möchte Opfer sein. Und radikale Psychologen haben gesagt, so, alles klar, ich helfe meinen Klienten dabei, aus diesem Opfermodus rauszukommen. Ja? Meine Eltern waren so und so oder da war das und das. Mhm. Und ich arbeite mit den Menschen bis dahin, dass sie sagen, alles klar, ich bin eigenverantwortlich, das ist mein Leben und wer ich bin, bestimme ich. Und ich lasse mich nicht in irgendwelche Schubladen und schon gar nicht in irgendwelche Opferschubladen stecken. Und jetzt leben wir in einer Welt, in der auf einmal, wie heißen die, Millennials und später, sagen so, wieso, Opfer ist doch cool. Und nehmen das eigentlich gern und wollen da gar nicht raus, weil sie sich dann in irgendeiner Form, denke ich, stark machen müssten und eine eigene Identität finden müssten und selbst bestimmen müssen, wer sie sind. Und unsere Welt hat es denen irgendwie auf eine Art abgenommen.
Naja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Opfersein in den letzten Jahren extrem professionalisiert wurde und mit Budgets hinterlegt. Ja, also ich meine, es gibt ja Studiengänge für Opfer. Ja, und es ist ein echter Job geworden. Das wurde dieser Pfeffer angemahnt. Ich hätte mir gern vorher die Hände abgewischt. Also mein Psychotherapeut sagt immer, ein Problem ist nur dann ein Problem, wenn es einen stört. Und wenn die Opfer sich nicht als Opfer fühlen, sondern sich daran praktisch erfreuen, ein Opfer zu sein, dann ist es doch sogar, das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber es führt ja zur Politik. Und richtig. Das ist ja das, was wir gerade merken, wo wir sagen, boah, das ist ja strange. Und sich wirklich anfängt so zu reiben. Was ich wirklich, also gefährlich ist ein großes Wort, aber was ich spannend finde, ist halt, dass es in der Form von Bürokratie und Verordnung führt. Und dass schon die ersten Professoren von ihrer Hochschule suspendiert worden sind, weil sie nicht gendern. Und da geht es halt in den Bereich, wo, wie du gesagt hast, wo die Toleranten so intolerant werden, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann. Und wir dann bis in den Bereich von Meinungsfreiheit, Sprachbarriere, Denkkorridor und so weiter und so fort. Und man könnte sagen, dann macht es keinen Spaß mehr, aber wenn ich das von meiner Seite betrachte, ist ja genau dieses Monty-Python-Modus, in dem wir uns gerade befinden, macht das einen Riesenspaß. Also ich möchte mich an der Stelle auch gar nicht darüber beschweren, dass es gerade so ist, wie es ist. Weil so viel Unterhaltung in der Öffentlichkeit wurde lange nicht geboten. Ja, also ganz anders als zu Zeiten von dem Schmidt und wie hieß dieser dicke Bayer? Strauß. Strauß und so weiter. Da war Political Correctness undenkbar. Also Schmidt und Strauß waren zwei Menschen, die würden heute ständig auf dem Index landen, weil die gesagt haben, was sie denken. Und heute muss jeder, ist die ganze Zeit dabei, irgendwie zu überprüfen, ob das noch funktioniert. Ob er da nicht irgendwie gedisst, entliked, sein Twitter-Account gelöscht wird, wenn er sagt, was er denkt. Ja, und gleichzeitig existieren aber gerade in den USA solche großartigen Comedians wie Dave Chappelle, der wirklich kein Blatt vom Mund nimmt und absolut alles raushaut, was in den Sinn kommt und mit dem ganzen Hate und mit der ganzen Cancel Culture sehr souverän umgeht. Mhm. Oder solche Comedians wie Bill Burr und Jim Jefferies, sie sind großartig und absolut politisch inkorrekt. Mhm. Und das gerade in den USA, wo Political Correctness eigentlich schon eine Art von Religion ist. Mhm. Bei uns ist das eher nicht der Fall in Deutschland. Mhm. Wir haben hier schon Probleme mit solchen Kabarettistinnen wie Lisa Eckert. Sie ist bei uns schon wirklich das Allerschlimmste, was, glaube ich, passieren kann in den Augen vieler. Also mit Positionen, wo man vor 10 Jahren noch als Sozialdemokrat durchgegangen wäre, ist man heutzutage Nazi. Das ist schon irgendwie sehr interessant. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine heiße Pfanne. Stellen wir eine her? Also auch wenn ich da immer so pragmatisch am Ende bin, aber... Ach, das ist das schönste Hackfleisch, das ich je gesehen habe. Ja, sehr usbekisch sieht das aus. Wunderbar. Ja, ich bin da auch. Also bin kurz davor, eine usbekische Weise anzustimmen. Ich fühle mich sehr, sehr heilig gerade. Wunderbar. Dann im Patron, Lot Kus, Jo, Lot Jot, Schimoi. Is les u jo, Lot Kus, Ja, Li, Möder, Moi. Is les u jo, Lot Kus, Ja, Li, Möder, Moi. Die Strophe, ich kenne das Lied, aber ich wollte eigentlich wissen, um was es geht in dem Lied. Es geht um ein kleines Tannenbäumchen, das aus dem Walde mit nach Hause gebracht worden ist. Ja, es ist eigentlich sowas wie ein Weihnachtslied. Ja, genau. Also ich wusste, es wird was Kleines mit nach Hause gebracht. So viel Russisch habe ich noch. Damoy, das habe ich auch noch verstanden. Also Malinkoi Rolochku. Jolochke. Malinkoi Jolochke Volodne Zimoy. Also dem kleinen Tannenbäumchen. Ja. Das mussten wir immer in der Schule und im Kindergarten singen. Das ist ja, wir auch. Ja. Also wir auch. Klar. Wir sind ja alle Opfer dieses sowjetischen Teilrepublik sozialisiert worden. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine fette Pfanne. Ja, okay, alles klar. Wir nehmen mal Lieblingsbräter. Mag man dunkle Stellen in Usbekistan auch? Ja, in Usbekistan liebt man dunkle Stellen. Natürlich. Ja, also. Nur angebranntes Fleisch ist gutes Fleisch. Der Usbeke ist so, wie ich ihn kenne. Als wir damals noch von Karl-Marx-Stadt nach Usbekistan in den Urlaub gefahren haben.
nur etwas angebranntes Fleisch als Proviant im Untersattel. Und ein bisschen Katzenfutter im Rucksack. Ja, und unseren usbekischen Freunden bei der Baumwollernte zu helfen. Und usbekischen Genossen. Ja, genau. Und alles, was eigentlich nicht Freund oder Genosse war, das Käse. Ach, das habt ihr gleich reingemacht? Ja. Ihr kleinen Racker. Ich hab gedacht, wir überbacken das am Schluss damit. Nee, wenn das drin ist, kann das ja nicht überbacken werden. Was ist denn eigentlich aus den Zwiebeln geworden, Leute? Die Zwiebeln! Das ist, wenn man auf so einem Niveau diskutiert, dann ja. Rutscht einem sowas einfach mal Scheiße, durch. Scheiße, die Zwiebeln. Ohne Zwiebeln geht nicht. Also ohne Zwiebeln geht nicht. Das bin ich der gleichen Meinung wie mein Bruder. Was hat er gesagt? Malenko, Jolotschku, Holotno, Simoi. Islesu, Jolotschku, Siali, Möda, Moi. Islesu, Jolotschku, Siali, Möda, Moi. Es gibt noch eine zweite Sprache, die kann. Anbetungswürdig. Ja, danke. Also ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Sänger klappt noch bei mir dieses Leben. Ja, sollte es vielleicht. Also du bist auf jeden Fall ein besserer Sänger als ich. Wenn es einer von uns dreien schaffen würde. Das wäre super. Ja, ihr müsst dann halt einfach Satiriker und Schriftsteller werden. Ich bin ja schon lange desertiert und bin Schnapsfabrikant. Was auch irgendwie satirisch ist. Was auch irgendwie satirisch ist. Das stimmt, also auf eine Art. Warum? Nur so. Weil du ja auch Asket bist. Und, ja. Und deshalb ist ja Schnapsfabrikant schon gewagt. Apropos Asket. Was zu trinken. Das ist super. Vor allen Dingen auch. Was machst du Trotzkist und so weiter? Das hat schon was Satirisches. Trotzkist warst du auch, ne? Nee, einfach nur, ich war einfach. Ja doch, irgendwie Trotzkist, also Freund der permanenten Revolution. Die wir sofort in alle Länder tragen müssen und Guillotinen auf den Straßen. Also revolutionär. Ja, aber das hat sich ja nie geändert. Nee. Ja, aber jetzt zum Thema Sowjets und Revolution. Wie findet ihr die neuen SPD-Wahlplakate? Die haben doch was Sozialistisches an sich, aber so richtig kommunistisch und hart drauf. Also das finde ich eben momentan, also was die SPD da gerade abzieht, und finde ich ganz großartig. Also den Scholz vorzuschieben, den sie wahrscheinlich hinterher enthaupten werden, da bin ich mir ganz sicher. Also oder Kevin Kühnert wird ihm die Treppe runterschubsen vom Bundestag. Und quasi ein altes SPD-Versprechen, was es lange nicht mehr gibt, mit dem Scholz nach vorn zu tragen und dann dahinter eine Katerpartei auf die Leute loszulassen. Das ist grandios. Also ist wirklich große revolutionäre Tugend. Und er macht den Job auch ganz und er macht schlecht. Den Job großartig. Also, aber es reicht nicht, um ihn zu wählen. Na, für viele Leute schon. Ich meine, die sind ja mittlerweile in diesem... Man ist ja auch verzweifelt in diesem Jahr 2021. In diesem Rennen der Einäugigen. Was ist die Alternative? Ja, genau. Also, möchte ich nicht drüber reden. Ja, wir haben lauter Nicht-Alternativen. Wir haben noch nicht mal das kleinere Übel dieses Jahr. Ja. Nicht mal das? Ja, das also hatten wir noch nie. Wir hatten immer kleinere Übel, aber jetzt habe ich letzte Woche gelesen, Christian Lindner entscheidet, ist der Kanzlermacher. Er entscheidet das über die Kanzlermacher. Und da ist mir, da habe ich gedacht, lache ich jetzt? Oder meine ich jetzt? Ich habe dann einfach einen Rechner zugeklappt und habe ein paar Mal tief geatmet. Hast du nicht gelesen? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Nein, das reicht jetzt, das liegt. Nee, ich habe auch nur die Überschrift gelesen. Okay, mir völlig gereicht. Alleine das hat mich in Angststarre versetzt. Also vor 3 Monaten habe ich mich wirklich noch auf die grüne Kanzlerin gefreut. Aber jetzt sind wir auch nicht mehr so sehr. Nee. Was hat sich bei dir? Woran hat sich das geändert? An den ganzen Fauxpas, die Grünen sich selbst leider zuzuschreiben haben, an der Unprofessionalität. Also für mich war es nicht mal die Fauxpas, für mich war es einfach diese extreme Selbstfaszination. Also es gab so ein die bisschen zu Fauxpas geführt hat, weil sie auf nichts mehr geachtet haben. Sie waren so selbstgerecht in dem Moment. Und plötzlich wollte die total ökologische Revolution. Und als gelernter Deutscher denkt man doch, ach nee. Total. Irgendwie ja und nein. Was mir gefehlt hat, ist eigentlich echte Politik und vor allen Dingen irgendwas Gewachsenes, wo man sagen kann, die beiden sind da vorne reingestellt worden. Von dem, was die Grünen irgendwann mal waren, ist nur noch sehr wenig übrig. Hat sich einfach eher wie ein Polittheater angefühlt mit den beiden, als dass es irgendwie was Substanzielles gehabt hätte. Ja, aber irgendwie sind die Grünen ja schon die SPD mit dem Lastenrad. Ja, naja, aber das sind ja alle. Also das ist ja das, was ich halt gerade denke, was passiert, dass SPD, Linke, Grüne und die Merkel-Flanke der CDU eigentlich eine Partei sind. Das ist die Einheitspartei Deutschlands. Weswegen wir. Und alles andere sind Nazis. Alles andere sind Nazis. Und diese die Grünen-Faszination und diese
Baerbock-Faszination, die macht mir eigentlich Angst, weil die was Fanatisches hat. Es geht ums Prinzip. Und so im Prinzip geht es nicht mehr um Politik, im eigentlichen Sinne. Ja. Ich bin dennoch bereit, ihnen eine Chance zu geben, den Grünen. Mal gucken, wie sie das machen, weil schlimmer als es jetzt ist, kann ich nicht bewerten. Ja. Das ist natürlich richtig. Also ich meine, ausprobieren. Also ich darf ja noch gar nicht wählen. Ich bin ja keine deutsche Staatsbürgerin. Aber ich tue mein Bestes darin, Menschen zu lenken. Und dann bewegst du dich aber mit deinem gefakten usbekischen Marktbraten auf ganz dünnem Eis. Bei den einen darfst du noch nicht, bei den anderen darfst du nicht mehr. Ja. Also Berlin wird ja seit einigen Jahren von Rot-Rot-Grün regiert und es ist eindeutig die dysfunktionalste Stadt Deutschlands. Und alles, was funktioniert, funktioniert meiner Meinung nach gegen den aktuellen Senat, weil die Stadt an sich nicht aufzuhalten ist. Aber ob das der öffentliche Verkehr ist, die Verwaltung ist, ob das die Schulen sind, also eigentlich alles priorisierte Themen so einer Regierung, das Wohnen ist, das ist alles ein Desaster. Und insofern denke ich, sollten wir das nicht aufs ganze Land ausweiten. Dieses Land ist eh schon, hat eh in den letzten Jahren gezeigt, dass es im hochgradig dysfunktional ist. Und wenn wir das jetzt noch steigern wollen, dann wäre mir ein bisschen bange. Andererseits bin ich Schnapsfabrikant, ich habe genug Alkohol, um mich darüber wegzutrinken. Prost! Dich und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Auf der anderen Seite habe ich immer persönlich Angst, irgendwie zu einem krankelnden alten Sack zu sein werden. Und deswegen versuche ich ja auch zu gucken, sage zum Beispiel sowas wie, natürlich ist eine gendersensible Sprache was sehr wichtig ist. Natürlich ist Inklusion was sehr wichtig ist. Ja. Es ist nur... Aber vielleicht ist es auch gar nicht das, sondern vielleicht ist im Prinzip Sensibilität genau das Richtige. Also vielleicht ist die Sprache, zu sagen, gendersensible Sprache schon viel zu speziell, wenn wir einfach sagen, lasst es uns einfach mit Sensibilität probieren. Und ja, einerseits brauchten wir Sensibilität, weil wir auf der anderen Seite alle bis unter die Zähne bewaffnet und hochgerüstet sind. Sofort bereit, jedem an die Gurgel zu gehen, der eine andere Meinung hat. Sofort bereit zu diffamieren. Sofort es persönlich zu nehmen, weißt du, wenn es sachlich einfach zu langweilig ist. Also, das sind so Qualitäten, die wir momentan an jeder Ecke haben. Und eigentlich brauchten wir was ganz anderes. Eigentlich brauchten wir Hold Back, mal reingucken, zuhören. Radikale Mitte. Radikale Mitte. Ja, wir brauchen eine radikale Mitte. Im Besten eigentlich, was ich mir immer wünsche, ist einen politischen Hedonismus. Wie stellst du dir das vor? Ja. Naja, ich bin ja so ein großer Anhänger von Epikur. Das ist auch einfach, weil von Epikur wenig übrig geblieben ist. Da kann man gut reininterpretieren. Aber ich bin, ich meine, so dieser epikureische Leitsatz, alles in Maßen, ich finde, der ist der Satz der Moderne, weil er genau die Sensibilität nämlich drin hat, in Maßen, und gleichzeitig die Offenheit, nämlich alles. Und das heißt ja nicht nur, das ist ja keine Anleitung zum Essen, alles in Maßen, sondern auch. Oh. Aber auch, aber es ist eine Anleitung für die Welt zu sagen, ja. Öffne dich der Welt im Ganzen, versuch überall mal den Finger reinzuhalten, mal dran zu riechen, aber behalte einen gesunden Sinn für das rechte Maß. Und das rechte Maß war ja was sozusagen im ganzen Frühmittelalter sozusagen eine ganz hohe Tugend war. Da ging es genau darum, nämlich auszubalancieren, zu sagen, nicht in Radikalität zu verfallen. Innere Mitte. Und Epikur ist auf eine Art, finde ich, dem, und es ist ja auch zeitlich gar nicht so weit auseinander, dem Buddhismus sehr verwandt. Mhm. Also zu sagen, irgendwie, der Buddhismus hat das mit dem Alles eher eingegrenzt. Er hat gesagt, muss nicht alles sein. Es hat das eher in ich sag mal, doch durchaus aber lebensfreundliche Leitlinien gepackt. Aber diese große Offenheit, auch diese, was automatisch auch eine Offenheit alles Neuen gegenüber ist. Mhm. Und das kannst du zur gendersensiblen Sprache genauso sagen. Ja. In Maßen. Finde den richtigen Ton, finde es an der richtigen Stelle, aber behalte auch dein eigenes. Weißt du, guck einfach, wie du es ausbalancierst. Also das wäre das, was wir irgendwann mal hinschreiben würden, ein Manifest des politischen Hedonismus. Das Ja zur Welt sagt, mit einem großen offenen Herzen und gleichzeitig mit der Bereitschaft,
mich an entscheidenden Stellen auch zurückzunehmen. Mit der Bereitschaft, das Leben zu genießen und als Geschenk wahrzunehmen. Ja, das ist absolut. Ja, das ist ja eigentlich die Grundprämisse des Hedonismus. Ein großes Ja. Ein großes Ja zum Leben. Ja. Und dieses große Ja funktioniert halt nur, wenn es auch das Ja zu dem anderen mit impliziert und dem anderen auch den Raum dafür gibt. Ja. Und was heutzutage als Hedonismus diffamiert wird, ist einfach so pure geile Konsumlust in jeglicher Form. Und das ist es nie gewesen. Also das ist es vom philosophischen Ansatz, ist das Meilen davon entfernt. Und deswegen denke ich, wäre das ein Ansatz, über den es sich lohnt, mal wieder nachzudenken und den auch mal wieder so dem eine Tiefe zu geben. Also, wenn das jemand machen will, fände ich gut. Ich habe gerade keine Zeit dafür. So, Bräder an, Rammelbamm. Fett rein. Kommt noch ein Reim? Ah, das war der Reim. Sesamöl, Bratöl, Kokosöl, was nehme ich denn? Bratöl, also normalerweise Baumwollsaatöl, wenn man was... Alter, ich hätte dir doch gesagt, möchte, bitte bringen Kanister Baumwollsaatöl mit. Frisches. Das ist also frisches usbekisches Baumwollsaatöl. Aber zum Glück haben wir in der Besenwirtschaft Bischhausen immer einen Kanister frisches usbekisches Baumwollsaatöl zur Hand. Jetzt nehme ich auch zusammen. Ja, neuerdings sehe ich tatsächlich Baumwollsaatöl in einigen Supermärkten. Das war kein Scherz. Nein, nein. Baumwollsaatöl? Ohne Scheiß. Wie schmeckt das? Recht eigenartig. Das kann man nicht beschreiben. Okay, danke. Es gibt raffiniert und unraffiniert. Das hat wirklich sehr eigenen Geschmack. Und das ist nun mal das Billigste, was es gibt in Usbekistan. Und deswegen benutzt das jeder. Das Baumwollsaatöl. Das Billigste ist, was es gibt in Usbekistan. Das hätte man jetzt nicht gedacht. Das klingt so exotisch, dass man das sofort ins Reformhaus tragen muss und einen Liter für 24,90 Euro. Also so ein Fläschchen kostet hier ungefähr 8 Euro. Leute, ihr brennt das Öl an. Wir müssen sofort handeln jetzt. Ich handle. Zum Thema Baumwollsaatöl. Als ich noch ein Kind war, es war ganz normal bei uns, dass man das Öl zu Hause selbst rösten musste, damit es überhaupt irgendeinen Geschmack bekommt. Und das war ein sehr geruchsintensiver Prozess, der da stattfand. Und ja, diesen Geruch bekam man dann auch tagelang nicht mehr aus der Wohnung. Ja, aber es ging nicht anders. Das ursprüngliche usbekische. Aber das klingt wie bei uns zu Hause in Usbekistan, wo wir unsere Kartoffelpuffer, Klitscher, mit Leinöl und dann wochenlang der Sachse drauf bestanden hat, dass im Prinzip das in Leinöl zu braten, obwohl das ganze Haus qualmte, die Klamotten stanken, aber unbedingt weiter in Leinöl gebraten. Erst du hast ketzerisch das durchbrochen und hast gesagt, ich bin doch nicht bekloppt. Die werden viel knuspriger, wenn ich die in Sesamöl brate und es stinkt nicht so. Und seitdem haben wir noch leckere Kartoffelpuffer als früher. Da war das der Sachsen als solcher oder war das Fritz Melle im Speziellen, der total auf Leinöl stand? Das kann man ja kaum unterscheiden, weil unser Vater ja der Proto-Sachse ist. Ja. Meine Mutter hatte meine Angewohnheit, jedes Mal, wenn ich Besuch bekam, irgendetwas mit Fisch zu machen. Aus irgendeinem Grund. Sie hatte so ein Radar. Jedes Mal, ich habe Besuch, meine Mutter brät Fisch, kocht Fisch, backt Fisch, irgendwas. Also ein Date ist unter solchen Bedingungen auch nicht möglich zu Hause. Mhm. Ja. Ich bin ein bisschen traumatisiert, was Gerüche angeht. Das heißt, du hast Freunde mit nach Hause gefahren und zu Hause rochst nach Fisch und das war dir unangenehm? Das war mir sehr unangenehm jedes Mal. Bei uns rochst du nach Sauerkraut. Und zwar im ganzen Haus. Aber nicht von uns. Lippenmanns, da rochst du immer nach verbranntem Fleisch. Und das war nur Speed. Das haben die uns nie gesagt. Bei meiner Oma roch es auch mindestens zweimal im Jahr nach Sauerkraut, weil sie in der Küche welches gemacht hat selbst. Ja. Gelegt. Das war unerträglich. Alter, die nicht trinkende Usbeke. Sind die Usbeken und trinken nicht so gern? Also usbekische Art von Islam ist sehr moderat und deswegen trinkt man bei uns und genießt das Leben. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt welche, die das nicht tun, aber es bleibt jedem selbst überlassen. Es wird nicht religiös reglementiert. Alles klar, aber die Lust zum Exzess, die der Russe hat, die hat bei euch gar nicht statt. Doch, manchmal auch. Doch, sie haben das von den Russen sehr wohl gelernt und ja, leben es aus. Okay. Ja. Aber es ist also quasi ein Islam, wie er früher mal war. Ja? Ein toleranter, offener. Bei uns schon, ja. Sehr tolerant. Das wird auch vom Staat immer mit Adlersaugen beobachtet, weil bei uns niemand Lust auf
Extremismus jüdischer Art hat. Allein schon, weil wir ja das Beispiel von Afghanistan direkt an der Grenze haben. Niemand möchte das, also die Verschleierung gibt es bei uns nicht. In öffentlichen Einrichtungen darf man keine Kopftücher tragen, keine Gesichtsverschleierung und generell keine religiöse Symbolik. Also es ist ein islamisches Land, in dem in öffentlichen Gebäuden kein Kopftuch und keine Verschleierung. Während wir ein säkulares Land sind, wo darum gekämpft wird, dass man in öffentlichen Einrichtungen Verschleierung und Kopftuch tragen. Das müssen wir mal ganz dick ausstellen. Muss man nur mal kurz sagen, das ist ja ein interessanter Aspekt. Es ist so bei uns, ja. Man hat bei uns sehr viel Angst vor extremen Islamausübungen. Nein, das verstehe ich. Also im Prinzip ist es ja so, dass zum Beispiel in Niedersachsen dagegen geklagt wurde, dass irgendjemand ein Kreuz über die Schultür hängt oder sowas. Ja, finde ich auch in Ordnung. Also ich meine, das Problem ist ja nicht, dass... Nur müssen wir das mit dem vergleichen, dass die gleichen in den gleichen Bundesländern dafür geklagt wird, dass Menschen in öffentlichen Ämtern ein Kopftuch tragen dürfen. Ja, es geht nicht gegen den Islam. Eigentlich geht es darum, dieses Land endgültig wirklich zu säkularisieren und die Kirche und alle religiösen Vereine aus den Rundfunkräten und wo sie auch immer sitzen, rauszujagen. Wir sagen, wir sind ein säkulares Land und wir sind auch nicht auf die Erben der christlichen Religion, sondern wir sind die Erben der französischen Revolution. Das muss man einfach mal sagen. Also das wird irgendwie völlig falsch konnotiert. Also du meinst im Prinzip Kopf ab diese französische Revolution. Naja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, genau. Und ein harter säkularer Staat. Und ich finde, das ist in Deutschland noch lange nicht realisiert. Also vielleicht, ne, wenn das Kreuz dann plötzlich zum bayerischen Brauchtum erklärt wird, ist das schon auch sehr bizarr. Ist bizarr. Das ist ja im Prinzip religiöser Extremismus. Also auch wenn Lehrer sagen, ich hänge das ab, bei mir gehört das nicht rein, dass die von der Schule suspendiert werden, absolut. Sind die im Prinzip eigentlich, werden die religiös diskriminiert, weil sie keine Religion haben. Weil sie... Verordnete Religion. Weil sie das Grundgesetz vollziehen auf eine Art. Und das heißt, Religion ist Privatsache. Mhm. Ja. An den Schulen wird bei uns zum Beispiel überhaupt nie Religion unterrichtet, ganz egal welche, gibt es nicht. Wer etwas Religiöses machen möchte, im späteren Leben muss auf eine Madrasa gehen. Das ist eine religiöse Schule, aber dann, das geht nur, wenn man erwachsen ist. Also als Kind kannst du gar nicht dahin. Das ist sehr, sehr gut, eine sehr gute Regelung. Ich finde ja, dass Religion und Ethik und die Möglichkeiten, die das bietet, an den Schulen verstärkt gelehrt werden sollen. Aber halt nicht nur die eine und auch im Prinzip der Weg, auf den das weist, also worauf weist Religion eigentlich hin, dass das viel mehr hervorgehoben werden muss. Also dass es nicht um die Religion geht, nicht um die Rituale geht, sondern worauf weist Religion hin und wo kam sie ursprünglich her? Das fände ich spannend, wenn das ein viel verstärkter in den Schulen ist. Der historische Kontext also eher. Und Spiritualität. Spiritualität, ja. Also nicht Geschichte, sondern Spiritualität. Wirklich zu sagen, so dein Weg mit dem großen Ganzen zu dealen und deine Kommunikation mit dem großen Ganzen zu finden und da im Prinzip entsprechende Lehrer in die Schule einzuladen. Was weiß ich, Zen-Priester, katholische Priester, was auch immer es gibt, aber Menschen, die im Prinzip mit dem Ursprung verbunden sind. Also keine Fanatiker, die sagen, das ist böse, das ist gut, sondern die sagen so, das kann der Weg sein, um auch mit dir im Frieden zu sein, mit Gott, mit dem ganzen Sein, wie immer du das nennst. Aber also deshalb, das ist immer der Punkt, wenn man sagt, Säkularisierung, wo ich denke, dass gerade, ich nenne es mal, wie ich es nenne, Gott angebundene Menschen in der Politik würden wesentlich mehr von der Gleichheit und von dem Wunsch nach Gerechtigkeit in die Politik oder in die Welt reinbringen, als es aktuell dieser ideologische Ansatz tut. Auch ein, ich sag mal, ein gottloser ideologischer Ansatz. Also wo eigentlich genau das fehlt. Echte Identität. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? So. Und nicht als Gruppenzugehörigkeit. Sondern als ein individueller Weg. Als ein individuelles Dasein mit Gott und mit allem, was es gibt. Und deshalb finde ich so, also dass eine Säkularisierung keinesfalls Spiritualität ausschließen soll, sondern nur
Ideologie. Aber Säkularisierung ist, meint ja eigentlich, es soll eine Staatsreligion ausschließen. Das ist ja okay. Ja, das ist okay, heißt, weil damit kannst du dich nicht für einen Weg zu Gott entscheiden und der entscheidet über die Politik, weil er halt Kopftücher schöner findet als kleine kreisrunde Käppis. Ja. Wenn du mich fragst, müsste emotionale Intelligenz ein Pflichtfach an den Schulen werden. Ja, das ist ein Weg dahin. Ja. Also, ja. Das hat auch was damit zu tun, was du gerade erklärt hast. Um sich zu verstehen und auf die anderen eingehen zu können. Hurra, wir könnten sonst doch einfach noch in jedes Ding eine Scheibe, eine dünne Scheibe irgendeinen anderen Käse legen. Das ist noch so ein bisschen... Also so hat das meine schwedische Großmutter. Ja, weil Schmand kommt doch dann beim Essen rum. Schmand? Oder? Nee, Schmand ist doch zum Dippen. Nee. Schmand ist okay, was wolltest du machen? Ja, ich würde die so als, richtig als Taschen dann Zeug rein, zuklappen und dann zack, verstehst du? Ja, das habe ich auch gedacht. Scheibe Käse noch oben. Aber was ist die Scheibe jetzt? Na, es grübelt. Das ist doch Scheibe. Junge Leute, zur Bereitung. Die Pita mit etwas Wasser leicht anfeuchten, habe ich gerade Pita gesagt. Die Pita mit etwas Wasser leicht anfeuchten und den Toaster 2-3 Minuten oder im vorgeheizten Backofen 3 Minuten aufbacken bei 230 Grad. Also wir machen das jetzt genauso wie richtig. Alla das gesagt hat, weil die kennen sich auch. Alla ist usbekisch. Der usbekisch schneidet, schmeißt das Stück dann einfach großzügig weg. Oh, ich habe eine sehr interessante Anekdote, sehr lustige, auch zum Thema Wokeness und woher kommt unsere Produkte, ob das alles bio ist und ob das dann auch artgerecht ist und so weiter. Eine Freundin von mir war neuerdings in Usbekistan und dort ist sie wohnt auch in Deutschland schon seit über 20 Jahren und dort ist sie auf dem Markt gewesen und sie wollte Eier kaufen. Und fragt dann eine usbekische Verkäuferin, sagen Sie mal, woher kommen diese Eier denn? Und die usbekische Verkäuferin hat sie nur angerufen und hat gesagt, aus dem Huhn, Kühnchen, aus dem Huhn. Probier's doch mal mit Zimt. Das ist türkisch, aber scheiß drauf. Probier's doch mit Zimt. Nicht? Du lässt kein Zimt rein. Zimtphobie. Zimt machen wir nicht. Das macht. Nee. Es gibt eine Grenze auch. Ja, es gibt Grenze. Was ist das? Kreuzkümmel ist super. Super. Ja, mehr. Aber der ganze Kümmel oder gemahlen? Gemahlen. Normalerweise ganz und selbst dann. Du willst Zimt dran machen. Warum willst du keinen Zimt dran haben? Machen wir nicht. Das nicht machen. Zimt ist eher so türkisch, persisch, ja, das arabisch. Aber ich habe gedacht, da haben wir sowieso schon. Na gut, dann macht Zimt rein. Alter, wird jetzt sauer. Ja, ja, ich merke das schon. Nein, überhaupt nicht, aber wir haben da so ein... Nein, überhaupt nicht. Wenn ich das... Wir haben einen Hähnchenstand in Duisburg, heißt Goldene Hähnchen. Und der Betreiber ist ein Türke und er würzt halt auf seine Art. Diese Hähnchen, die sehen immer wunderprächtig aus, aber sobald man da reinbeißt, hat man das Gefühl, dass man Weihnachten und Kirmes gleichzeitig hat, weil diese Hähnchen, die schmecken nur nach Zimt. Na, jetzt warten wir noch 2 Minuten, bis die Taschen sich irgendwie geöffnet haben. Dann packen wir das Fleisch rein, bisschen Olivenöl aufs Blech, volle Lotte, dann Schmand und klein gehackter Koriander. Super, alles rein, genau, Salz, Pfeffer in den Schmand. Tipptopp, oder? Koriander optional daneben. Optional daneben. Das sonst sofort deswegen. Jeder muss Koriander essen. Diktatur, Leute, Diktatur. Ein bisschen Diktatur muss sein. Ein bisschen Diktatur muss sein. Und da kommt der Spaß von ganz allein. Ich scheue es ja momentan also an den lang dahingegangenen Meister Proper. Ich finde so, das ist momentan die Attitude, die Scholz, oder? Ja! Finde. Naja, so glänzen, genau, so Schildchen von, weißt du, alles sauber, alles adrett, tipptopp. Nur lächelt er nicht so schön. Nee, das kann er noch nicht, da muss er noch üben. Nee, ist nicht so schön falsch. Ja, aber es ist auch irgendwie, es ist ja auch möglich in harten Zeiten, weißt du, da muss man auch Seriosität und Ernsthaftigkeit kommen. Ah ja, wir haben ja einen Laschet, der lächelt für uns alle. Ja, immer an den falschen Stellen. Wobei, das muss man auch mal sagen, das ist tragisch, oder? Was, ich meine, Laschet an sich, oder? Also Laschet an sich ist tragisch, aber dass ihm dieses Lachen, was ich finde, also Lachen hat eigentlich generell verdient, honoriert zu werden. Und ich meine, die Situation war albern und dass ich nicht professionell auf den Mundwinkel zu beißen, sondern zu lachen, ist eher was ich denke, das ist okay. Aber es war am Ende der Anfang von seinem Ende. An anderer Seite, ich meine, muss man auch mal sagen, nach 16 Jahren Bullshit hat die CDU keine weitere Chance verdient. Nach 16 Jahren Stabilität, bitte. Dass der Laschet gelacht hat, ist ja gar nicht das Problem. Aber wie wenig ernst
Kritik sich selber nimmt, wenn der Steinmeier eine salbungsvolle Rede richtig hält und der Kanzlerkandidat steht dahinter, also dass die selber dieses ganze Theater nicht ernst nimmt. Das Lachen ist gar nicht... Er hat gelacht, weil sich ein Fotojournalist auf den Boden geworfen hat und aber ausgesprochen dämlich aussah. Das hat man nicht gesehen. Das war aber so eine Situationskomik, wo wir auch abgekackt werden. Und im Ernstfall finde ich, also muss man auch mal sagen, also Steinmeier wenigstens genauso schlimm mit seinem Salbadefleisch. Ja, klar. Also das ist ja das, also der Steinmeier ist ja das Problem an der Stelle gewesen, weil keiner will das hören, was der Steinmeier sagt. Das ist klar. So, und das hat ja die Situation gezeigt. Und da ist einfach nicht nur der Laschet der Blöde. Ja, aber ihn hat es halt stellvertretend erwischt. Ja, und stellvertretend für die CDU und das tut einem nicht leid. Genau. Ja, im Nachhinein kann ich darüber jetzt auch lachen, über die Situation, aber in dem Moment, als ich das gesehen habe, war das wirklich entsetzlich für mich. Bist du auch so eine Betroffenheitsperson? Im Normalfall nicht, aber das mit Laschet hat mich getroffen, muss ich sagen, weil ich von ihm so etwas nicht erwartet habe. Auch jetzt die Afghanistan-Krise, wenn da jetzt überall das Scheitern des Westens gejubelt wird. Oder bejubelt. Einerseits bejubelt und belitten, aber auch da wieder an dem Punkt, ich meine, warum nicht ab und zu mal scheitern? Also Europa. Ja, generell, also ich meine so... Naja, generell, aber das ist ja auch ist ja spezifisch. Na, es ist ja die westliche Welt, es ist ja Europa und USA, also alles das, was kulturell wir eigentlich sind. Ja. Wo man aber das Gefühl hat, bei dem ganzen Schlamassel, der gerade so gezeigt wird, wo wir auf dieses kulturelle Wir auch verzichten können und ich persönlich ein Interesse habe zu sagen, lasst uns doch mal gucken, was da draußen los ist. Was kommt jetzt hier? Außer nichts, ne? Nee, außer nichts kommt nichts. Bisschen Öl aufs Blech und dann nochmal so richtig Bambule. Und dann wird das getunkt in verschiedene Soßen. So was, wo so jemand wie Gunnar Kaiser oder wie er heißt rumheult, weißt du? Der ein traumatisches Ereignis in der Kindheit war, dass es das eisbraune Bär nicht mehr gab für eine Weile. Hat er gesagt? Nee, hat er nicht gesagt. Aber die Diktatur hat doch nicht zuletzt mit dem Personenkult zu tun, ja? Und das Oberhaupt des Landes. Hier bei uns in Deutschland jetzt. Na, aber China ist auch ein Diktatur. Ja, in China natürlich, ja. Aber Merkel passt ja so gar nicht da rein. Ja, deswegen ist das ja auch so zweifelhaft mit der Diktatur. Ja. Bei uns ist es ja irgendwie so. Na, China hat dafür die KP als quasi als Totem. Das funktioniert ja auch. Also wenn es sowas gibt, was unfehlbar ist und wo man weiß, dass es die Zukunft einfach immer besser war, wird nicht wahr, sondern wird. Die Zukunft war früher besser. Es schmeckt jetzt ganz schön nach Kreuzgehirn. Geil. Muss man sagen. Gut. Also für mich toll, ich bin halt auch Vater von drei nördlichen Kindern, die in Westdeutschland groß geworden. In Turkmenistan sind zum Beispiel frisch verheiratete Paare dazu verpflichtet, mindestens 3 Bilder in ihrem Hochzeitalbum mit dem Bild, mit dem Porträt des Präsidenten. Leck zwischen ihnen, aus. Über ihnen, mit ihnen. Irgendwie. Das ist verpflichtend. Es ist verpflichtend. Das kontrolliert von der Geheimpolizei. Aber der Präsident ist doch die ganze Zeit nur unterwegs und muss auf irgendwelchen Hochzeiten tanzen. Das ist ihm nicht egal. Tatsächlich aus irgendeinem Grund erfordert das geradezu. Und alle paar Jahre muss jeder Haushalt ein neues Porträt kaufen. Ja, weil er sich für eine neue Frisur entschieden hat. Ist wirklich interessant. Das hat mich eigentlich das immer fehlt mir in Deutschland, wirklich. Schöner Personenkult. Mit Bildpflicht in der Küche und im Schlafzimmer. Ist so einfach, da noch so einen Nebenerwerb aufzubauen. Die sind natürlich auch nicht billig, weil es sind ja tolle Bilder. Ja. Ich habe das einmal in Marokko erlebt, da hat der König Geburtstag gehabt und das war ein Bild des Königs auf dem Stuhl und es wurde angetanzt von ganz leidenschaftlichen Frauen, die damit die Verehrung für ihren König zum Ausdruck gebracht haben. Ja, so etwas ist auch in Turkmenistan. Geil. Ja. Und was hast du die letzten Tage gemacht? Ich habe dein Bild angetanzt. Die größte Liebesbekundung. Wie viel Glück das in Ehen bringt. Ja, wenn das einfach ganz klar wäre. Bin ich nicht da? Tanzt du mein Bild an? Das muss verpflichtend werden. Es hängt an der Wand dran und es sieht gut aus. Es denn ist gut. Wo ist denn das zweite Blech mit Flaschen? Haben wir nicht. Na, ein Bild? Ich bin schon da. Oh nee! Was? Oh nee, da müssen doch noch Taschen drauf. Oh nee, das hab ich nicht gewusst. Oh Mann, ne. Wir sind doch mal. Da bleiben hier. Wir müssen noch zwei drauf. Nein. Schmeckt aber geil. Das ist super lecker. Also ist eigentlich, wir wollten ja Dahl, das ist das.
Dann stell doch Zimt auf den Tisch. Da mit Fleisch nachgestellt. Dann die Fleischtasche. Ja, die liebte Ente, seine kann die Fleischtasche. Der hat so mit die Gansi. Oder wie zu Hause? Ja, ja, ja. Ich meine, in Duisburg. Wir haben jetzt hier Döner für ganz Bischhausen gemacht. Haben wir keine Fleisch, keine Taschen mehr? Nee. Ja. Oder? Also auf alle Fälle. Hat Spaß gemacht mit euch, Leute. Und das wird im Schnitt wird das dann das viel besser aussehen. Haben. Tschüss. Danke. Tschüss. Abonnier meinen Kanal.